Hallo und herzlich willkommen zu Energiekram, dem unabhängigen Podcast über Energiewirtschaft. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um Energiearmut oder auch Stromsperren. Das Ganze ist natürlich ein heikles Thema, weil es darum geht, dass die Stromversorgung aufgrund der Nichtzahlung von Rechnungen unterbrochen wird. Der Anlass für diese Podcast-Folge, die ich im April 2019 aufgezeichnet habe, war eine kleine Anfrage im Bundestag von den Grünen bezüglich den Strom- und Gassperren in Deutschland. Im Jahr 2017 gab es in Deutschland 330.000 Stromsperren und 38.000 Gassperren. Laut einem Gutachten des Bundeswirtschaftsministeriums wird in ungefähr der Hälfte dieser gesperrten Haushalte Grundsicherungsleistung bezogen, also Hartz IV und ähnliches. Die Ursachen liegen ganz oft in plötzlichen einschneidenden Veränderungen im persönlichen Lebensumfeld. Natürlich ist das eine nette Umschreibung dafür, dass die Personen in dem Haushalt im Regelfall einfach nicht das Geld hatten, um ihre Energierechnung zu bezahlen. Oder, und das gibt es natürlich auch, dass sie es einfach nicht getan haben, weil sie es vergessen haben oder weil sie es vielleicht auch gar nicht tun wollten. Analysen von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen und von Verifox, dem Preisvergleichsportal, haben ergeben, dass der Anteil für Energie in der Grundsicherungsleistung, also im Hartz-IV-Satz, zu gering ist für die tatsächlich anfallenden Energiekosten. Denn es ist natürlich klar, dass gerade Haushalte mit vergleichsweise wenig zur Verfügung stehendem Kapital eher nicht in besonders gut sanierten Gebäuden wohnen. Das heißt, die Energieeffizienz und damit eben auch Energieeinsparmöglichkeiten, gerade für die Wärmeversorgung, sind tendenziell nicht so stark gegeben. Gleichzeitig fehlt im Regelfall dann auch das Geld, um eben besonders stromsparende Geräte zu kaufen. Das heißt, der Kühlschrank, der Fernseher und so weiter verbrauchen dann eben im Vergleich doch mehr Strom, als es andere Geräte tun würden, die aber in der Anschaffung teurer sind. Neben den oft fehlenden Möglichkeiten für das Energiesparen kommt natürlich dazu, dass der Strompreis sich in den letzten 10 Jahren schon etwa um 50% erhöht hat. Wie sich dieser Preis zusammensetzt, haben wir in einer vorigen Folge schon mal erörtert. Jetzt kommt dazu, dass gerade diese Haushalte im Regelfall auch noch im sogenannten Grundversorgungstarif liegen. Das ist der absolute Standardtarif des regionalen Energieversorgers oder des örtlichen Stadtwerks und in diesem Tarif landet man ganz automatisch, wenn man sich einfach anmeldet und keinen besonderen Spartarif oder Ökostromtarif auswählt. Dieser Grundversorgungstarif ist im Regelfall etwas teurer, weil die Kunden für diesen Tarif im Regelfall nicht ganz so gut planbar und prognostizierbar sind. Denn tatsächlich ist jeder Kunde, der irgendwie in die Stadt neu einzieht, erstmal theoretisch standardmäßig dann in diesem Grundversorgungstarif, auch wenn man vorher natürlich nicht die Energiemenge, die man für die Versorgung dieses Kunden dann braucht, einkaufen konnte. Das heißt, man muss kurzfristiger Energiemengen einkaufen, das ist im Regelfall etwas teurer. Das heißt, es gibt höhere Anschaffungskosten für die Energie und dementsprechend auch höhere Kosten für den Endkunden. Was passiert nun also? Der Kunde bezahlt nun monatlich seine Abschlagszahlungen, hoffentlich, und Ende des Jahres kommt dann eine Rechnung. In dieser Rechnung steht jetzt womöglich ein Betrag, der deutlich höher ist, als der Kunde es erwartet hätte und eventuell auch deutlich höher ist, als der Kunde es sich leisten könnte. Dementsprechend kommt keine Zahlung zum Fälligkeitsdatum und dann kommt eine Mahnung. Spätestens bei der zweiten Mahnung gibt es dann auch schon deutliche Mahnkosten, die mit aufgeschlagen werden. Und spätestens in der dritten Mahnung gibt es dann auch schon die Androhung, dass zum Beispiel die Stromversorgung gesperrt wird. Wenn dann immer noch nicht bezahlt wird, dann wird die Stromversorgung auch tatsächlich gesperrt. Das heißt, die Lichter gehen aus, der Kühlschrank geht aus, der Fernseher geht aus. Das passiert im Regelfall, indem ein Techniker in den Keller geht, den Stromzähler faktisch von der Versorgung abklemmt und auch noch verplombt, sodass nachgewiesen werden könne, falls doch nochmal jemand anderes versucht, an diesem Stromzähler herumzuwerkeln und ihn vielleicht wieder freizuschalten. Und diese Sperrung des Stromzählers wird dem Kunden jetzt natürlich auch noch in Rechnung gestellt. Denn schließlich sind Personal- und Technikkosten angefallen und die wird das Stadtwerk natürlich nicht selbst tragen wollen. Selbst wenn der Kunde jetzt in diesem Moment, wenn überall das Licht ausgegangen ist, dann doch noch dazu kommt, seine Rechnung im Nachhinein zu bezahlen, muss er also die Sperrkosten tragen und natürlich auch die Entsperrkosten, das heißt die Wiederaufnahmekosten tragen, wenn der nächste Monteur dann wieder in den Keller geht, den Stromzähler wieder entplombt und auch wieder an die Stromversorgung anschließt, dann entstehen natürlich wieder neue Technik und natürlich auch Personalkosten. Die Kosten für die Sperrung und für die Entsperrung liegen im Durchschnitt etwa bei 50 Euro, können aber sehr schnell auch bei 150 bis 250 Euro liegen, eben je nachdem, welches Unternehmen da welche konkreten Kosten hat.
So entsteht natürlich eine Kostenspirale, die im Zweifel immer größer und größer wird. Es besteht also mindestens ein politischer Bedarf, hier Abhilfe zu schaffen und den Haushalten oder eben auch den Stadtwerken zu helfen, die Kosten für solche Stromsperrungen grundsätzlich sehr gering zu halten und es eben auch möglich zu machen, zum Beispiel besonders energiesparende Geräte oder die bessere Wärmedämmung anzuschaffen. Was sind die Alternativen? Der Kunde befindet sich im Regelfall in einem Grundversorgungstarif. Das ist im Regelfall nicht der richtige Tarif für Personen mit so kleinem finanziellen Spielraum. Kann man hier also vielleicht einen besonders günstigen Spartarif schaffen, bei dem zum Beispiel ein Teil der Kosten insbesondere vom Staat getragen wird? Praktisch eine Subvention der besonders finanzschwachen Haushalte. Denn schließlich würden bei der Vermeidung von Stromsperren ja von vornherein auch Kosten gespart werden. Denn mindestens die Personalkosten der Monteure, die diese Sperren und die Wiederaufnahmen durchführen, aber genauso gut auch Verwaltungskosten und Sachbearbeiterkosten würden eingespart werden, wenn von vornherein gar keine Sperren beauftragt werden müssten. Kann es also vielleicht ein Potenzial dafür geben, dass besonders günstige Spartarife für die Kunden geschaffen werden, die sich eben auch nur das leisten können? Auf der anderen Seite, was ist mit den Kunden, die sich das vielleicht leisten können, aber es einfach nicht besser wissen, die es entweder regelmäßig vergessen oder denen es einfach egal ist? Das gibt es ja auch. Für die Kunden gibt es die Alternative des sogenannten Prepaid-Zählers, also des Vorkassenzählers. Dabei handelt es sich tatsächlich um einen Stromzähler, der nur dann Strom in den Haushalt durchlässt, wenn er vorher freigegeben wurde. Dafür gibt es dann im Regelfall eine Kundenkarte, die man im Kundenzentrum des Stadtwerks aufladen kann, die dann eben zu Hause in den Stromzähler eingesteckt wird und erst dann, wenn er eben aufgeladen wurde, liefert er tatsächlich auch den Strom. Und an der Stelle möchte ich betonen, dass es zum Beispiel durch die Verbraucherzentralen oder auch durch die Caritas, unterstützt durch das Bundesumweltministerium, Möglichkeiten gibt, Stromsparpotenziale zu checken, sich von Experten kostenfrei beraten zu lassen und dann so eine Stromsperre eben von vornherein gar nicht erst möglich zu machen. Die konkreten rechtlichen und regulatorischen Voraussetzungen für eine Stromsperre finden sich übrigens in der Strom-GVV, also in der Stromgrundversorgungsverordnung im § 19 Absatz 2. Dort kann man also nochmal nachlesen, wie die Rahmenbedingungen so aus Sicht der Branche aufgestellt sind. Wie wir eingangs bereits gehört haben, gab es in Deutschland im Jahre 2017 über 330.000 Stromsperren und über 38.000 Gassperren. Das Ganze ist natürlich ein zweischneidiges Schwert, weil es einerseits eine extreme finanzielle Armut gibt und das natürlich auch der häufigste Grund dafür ist, dass Stromrechnungen nicht bezahlt werden. Andererseits geht es um wichtige Aufgaben der Daseinsvorsorge und diese müssen natürlich bezahlt werden. Also gilt es womöglich, bessere rechtliche und politische Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass die Energiearmut in Zukunft besser geregelt wird und es zu weniger Stromsperren kommt. Das soll es für heute gewesen sein. Das Thema waren Stromsperren und die Energiearmut in Deutschland. Mein Name ist Carsten Eckert und bis zum nächsten Mal bei Energiekram.